Heute müssten wieder einige interessante Sachen reingekommen sein. Eine DVD, ein Mediabook und ein wartiertes Mediabook. Ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal rein in die Päckchen. Hallo liebe Musik- und Filmfreunde und herzlich willkommen hier bei Music and Cinema. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt es ja schon im Vorspann gesehen, ist wieder einiges für Filmfreunde reingekommen. Und bevor ich jetzt mit dem Auspacken anfange, möchte ich doch gerne mal die Verpackungen vergleichen. Ihr wisst, das mache ich immer sehr gerne. Wie unschwer zu erkennen, hier die Amazon-Verpackung. Und wenn ich mir das ansehe, ihr merkt es, alles einfach lose reingeworfen. Und wenn hier etwas passiert, sind natürlich die Ecken kaputt, auf jeden Fall. Also nicht besonders stabil. Und dann habe ich noch ein zweites Paket bekommen, und zwar von MP Media. Und wenn ich mir das hier ansehe, erstklassig, oder? So müssen Verpackungen sein. Schaut euch das an, hier kann nichts passieren. Wenn wirklich eine Ecke verknickt wird, kein Problem, denn das richtige Mediabook beginnt ja weiter innen erst. Ja, aber ich hoffe trotzdem mal, dass alles gut angekommen ist. Wie gesagt, äußerlich keine Beschädigungen zu erkennen. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Los geht es hier mit dem Amazon-Päckchen und mit frustfreier Verpackung, ganz klar. So, die Sachen sind neu und original verpackt. So soll es doch auch sein. Und los geht's mit dieser DVD. Der Rächer von Kalifornien. Von diesem Film habe ich ehrlich gesagt noch nie, wirklich noch nie etwas gehört. Was mich natürlich interessiert hat an diesem Film, er wird angepriesen als Kung-Fu-Western. Solche Filme mag ich ja sehr gerne. Es gibt ja einige Sachen, in denen die östliche und die westliche Kultur zusammenkommen. Ich denke hier nur an In meiner Wut wiege ich 4 Zentner oder andere lustige Kung-Fu-Western. Und auch dieser Film, habe ich mir gedacht, muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Und nachdem ich noch nichts davon gehört hatte und der jetzt frisch rausgekommen ist, musste ich ihn einfach mal in der Sammlung haben. Sieht mir alles recht interessant aus, recht schön gezeichnet. Ist wohl irgendwie ein Film aus den 70er Jahren. Was hier dabei rauskommt, das werden wir sehen. Anscheinend im Original-Kinoformat, 1 zu 2,35 wie hier angegeben. Sehr interessant. Und es gibt auch noch eine kleine Rolle von Bond-Girl Barbara Carrera. Und den muss man doch mal in der Sammlung haben. Ich bin wirklich gespannt, was hier auf mich zukommt. Wie gesagt, ich habe noch nie etwas über diesen Film gehört. So, und weiter geht's. Und zwar mit einem wunderschönen Mediabook, und zwar von Shizu. Der Film wird auch angeboten unter dem Titel Amok. Hier gibt es viele verschiedene Cover, ist bei Wicked Vision auf den Markt gekommen. Und ich habe mich für dieses Cover entschieden, denn tatsächlich ist es bei Amazon billiger, als wenn ich direkt bei Wicked Vision bestelle. Und schlecht sieht dieses Cover ja wirklich nicht aus. Und Wicked Vision Veröffentlichungen sind ja meistens immer wirklich absolut top. Hier gibt es meistens dieses Beilegeblatt vorne. Und dann ist das Cover unbeschädigt, da gibt es auf dem Originalcover keinen FSK-Aufkleber und auch keine weiteren Aufdrucke. Auf der Rückseite natürlich wieder die Story, ganz klar. Einige Bildchen und die technischen Daten. Auch dieser Film ist irgendwie aus den 70er Jahren. Ich habe damals mitbekommen, dass er ins Kino gekommen ist, gesehen habe ich ihn allerdings noch nicht. Deswegen auch hier wieder eine Überraschung. Ja, und dann kommen wir zu diesem dicken, fetten Paket von MP Media. Da habe ich mich schon besonders drauf gefreut, denn der Inhalt hier, übrigens keine ganz frustfreie Verpackung, wenn wir das hier sehen. Nein, funktioniert einfach nicht. Brauchen wir wieder Gewalt. Oh, was gibt es denn hier? Hier gibt es sogar eine Bonus-DVD. Habe ich nicht bestellt, liegt als Bonus-DVD bei Maximum Cage Fighting. Keine Ahnung, kenne ich auch nicht diesen Film, finde ich aber echt klasse. Super, nur so ein Geschenk freut man sich natürlich, das ist echt nett. Diesen Versender muss ich mir merken, MP Media. Ja, aber was ich euch eigentlich sagen wollte, ich komme hier mit dem Abdecken gar nicht mehr mit. Bestellt habe ich eigentlich dieses Mediabook, und zwar Erika. Der Alternativtitel ist hier Wüstenfüchse kennen kein Erbarmen. Und ich muss ehrlich sagen,
Ich kenne das Video Wüstenfüchse kennen keine Erbarmen, ich kenne das Plakatenmotiv und wenn ich hier dieses Motiv sehe, das passt halt irgendwie gar nicht zusammen. Ich habe mir immer gedacht, vielleicht gibt es nochmal ein anderes Cover davon. Es gibt übrigens mehrere Cover, aber keines mit diesem Plakatmotiv von dem eigentlichen Kriegsfilm Wüstenfüchse kennen keine Erbarmen. Nun habe ich mir dieses Motiv gekauft, hat auch 50 Euro gekostet. Andere Motive sind noch teurer, die werden 70, 80, 90 Euro gehandelt. Aber ich dachte, ich will den Film mal in guter Qualität sehen. Und dann ist das hier die beste Alternative. Und ganz so schlecht sieht das Cover ja auch nicht aus. Passt halt meiner Meinung nach einfach nicht zum Film. Auf jeden Fall das Mediabook sehr edel gemacht. Wie gesagt, es ist wattiert. Auf der Rückseite natürlich wieder einige Bildchen und die Story zum Film. Und ich bin ja echt gespannt, wie hier die Qualität ist. Das Ganze ist natürlich limitiert und nummeriert, ganz klar. Aber wie gesagt, wenn ich dieses Cover hier sehe, würde ich an keinen Kriegsfilm denken. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Film damals ja leider nicht gesehen. Die Videokassette war immer sehr interessant für mich als Kriegsfilminteressierter, weil das Kinoplakat natürlich eine richtige Schlacht abbildet. Aber wenn ich hier jetzt dieses Mediabook sehe, ja, mal sehen. Auch von diesem Film lasse ich mich natürlich gerne überraschen. Ausgepackt haben sie ja schon einige YouTube-Kollegen, da könnt ihr auch sehen, wie das ganze Mediabook innen aufgemacht ist. Sieht mir recht interessant aus. Ja, auf jeden Fall gibt es hier wieder einiges zum Ansehen und drei Filme, die ich so noch nicht kenne. Wunderbar, da sind ja einige Überraschungen vorprogrammiert. Ja, das war's auch schon für heute. Wenn es interessant für euch war, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn dann habt ihr natürlich auch die Garantie, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und demnächst gibt es ja auch wieder einiges zu entdecken. Macht's gut und bis bald!